Recht herzlich willkommen zur 207. Folge von City Skylines. Ja, wir sind hier drinne und haben letztes Mal die Autobahn gemacht, die hier hinten lang geht. So, und da war Stau und den haben wir ja weggekriegt, bis auf diese Auffahrt, die dann noch ein Problem machte. Interessanterweise dritte Spur links. Keine Ahnung, warum die hier jetzt hier stehen und nicht da weiterfahren, ne? Weil immer irgendwelche Hampelmänner im letzten Moment hier rüber müssen, oder was? Das liegt ein bisschen daran, dass die eine Auffahrt hier viel zu nahe ist. Kann das sein? Das gefällt mir noch nicht. Wie sieht's denn hier mit dem Rückstau hiervon aus? Hier hatten wir schon Stoppstraße eingebaut, oder? Und das war hier, ne? Zu gucken. Ja, das ist links und rechts Stoppstraße. Die können eigentlich schon fließen. Haben eigentlich auch gar kein Problem, hier wegzufahren. Oh, das ist ja wieder voll doof, dass das hier so ist, ne? Wo fahren die links, rechts hin? Rechts, rechts, alle fahren rechts. Einer fährt links. Hier ist auch eine komische Angeschichte hier mit Dingens, ne? Die haben Vorfahrt, müssen aber andere dann noch nach vorlassen, ne? Weil die dann. Das gefällt mir echt nicht. Das ist voll doof mit dem. Also besser wäre es, wenn die hier runterfahren und die da hinten drauf fahren, ne? Vielleicht bauen wir das mal um. Dafür müssen wir was abreißen, und zwar das da. Können wir abreißen, weil wir können hier abbiegen, ne? Genau. So, das ist weg. Dann kann das weg. Und das kann dann da auch weg. So, und dann gibt es hier die Abfahrt. So, ne? Boah, ist das eine Abfahrt. Da geht's jetzt aber schon. So, und dann können wir da gleich abreißen. Weil die da ja alle runterfahren. So, das geht schon mal weg hier. Das auch, das auch. Das auch. Und das jetzt auch. So, damit haben wir das schon mal erledigt. Und jetzt müssten wir hier die Auffahrt noch andersrum gestalten, indem wir hier ansetzen. Oder hier ansetzen vielleicht. Dann müssen wir da eine Stufe höher machen. Und dann tiefer kommen wieder. So. Und dann hier drauf, ne? So, dann würde das funktionieren. Und das wäre jetzt die bessere Lösung, weil erst wird runtergefahren, dann wird draufgefahren, ne? Doof ist nur, dass diese Straße hier irgendwo hinten erst draufkommt oder was noch nicht mal. Das würde bedeuten, wir müssten hier durch auf die Autobahn. Oder ist das hier so ein Problem mit dieser Straße? Eigentlich nicht, ne? Aber die hat keine Querverbindung bis wo? Bis hier hinten irgendwo. Das ist eine dicke, fette Zweispurige, die da nicht da drauf geht. Auch gut, ne? Aber auf der Autobahn ist jetzt hier kein Stau oder so, ne? Und der Rückstau ist hier jetzt momentan auch nicht da. Hier fährt aber auch keiner drauf. Okay, das ist ja jetzt nicht schlimm. Ist hier eine Auf- und Abfahrt? Ja, wird aber auch nicht frequentiert da hinten. Oder seltener, sagen wir es mal so.
Also da läuft's, hier ist keine Abfahrt, sondern hier ist die Abfahrt, okay. Und hier könnte dann noch eine Auffahrt hin, ne? Ja. Ah, die müsste weg, das ist schon klar. Aber das will ich dann auch nicht machen. Das müssten wir hier machen. Und dann darüber, ne? Wo können die da drauf fahren? Wenn denn da einer drauf fahren möchte. Ah, das war jetzt hier vom Wohngebiet aus, ne? Okay. Ja, würde aber funktionieren. Und ach, hier ist die Anbindung direkt. Okay, alles gut. So, hier wird runtergefahren. Oder hier kann runtergefahren werden, aber nicht drauf. Würde ich jetzt hier irgendwo tendenziell sagen, komm, lass uns hier das mal gerade machen. Zack. Finde ich nicht toll, ist klar. Hier ist eine Abfahrt. Aber keine Auffahrt. Die haben wir irgendwann hier weggerissen wahrscheinlich. So, da ist dann auch eine Auffahrt. Dann haben wir das wieder hergestellt. Ist nur die Frage, ob es funktioniert, ne? Und jetzt haben wir hier natürlich in nächster Nähe, wo die Abfahrt ist, wieder eine Auffahrt. Könnte natürlich wieder zu Problemen führen. Aber noch läuft's, ne? Wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Aber es gibt zurzeit keine Staus. So, dann würde bedeuten, wir gucken mal auf die Straßen in der Nähe der Autobahnabfahrten, wie die laufen. Das geht darüber, das ist alles gut. Lass uns mal hier beim Wasser anfangen. So, hier kommen wir. Alles ist gut. Hier gibt es eine Abfahrt, die funktioniert. Und da, ich sehe jetzt gerade nicht so wirklich viel, ne? So sieht man besser, ne? So, hier ist alles frei. Abauffahrt funktioniert. Nächste Geschichte ist hier. Achso, wir wollten die Straßen dahinter angucken. Das ist aber hier alles gut. Genauso wie da. Auch relativ gut ist. Das sind parkende Autos da. Läuft auf. Abfahrt passt. So, hier ist die Abfahrt ein bisschen schwierig. Wegen hier, ne? Ja. Kann man hier was ändern? Das ist die Frage. Einmal Straßenbauwerkzeug und das zu einer zweispurigen Straße mit Bäumen hätte ich gerne, die so ist. Da wird's dann zweispurig. Linksabbieger, Rechtsabbieger trennen sich dann da und kommen vielleicht sogar schneller weg. Momentan ist die Straße leer, ne? Weil vorher ist ja dieses Stück nur einspurig gewesen. Sieht so aus, als ob das ein positiver Aspekt jetzt hier war. Ja, auf jeden Fall kein Stau jetzt, oder? Ah, jetzt kommen gerade mal ein paar mehr, aber die fluppen da auch durch. So, jetzt haben wir hier einen Rückstau. Einen verdammt langen Rückstau, also ist das jetzt nicht so gut. Ja. Das bedeutet, hier müssen wir dann doch nochmal was
machen und haben diese beiden Straßen jetzt als Stoppstraße deklariert. Oh, wow, 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 wow. Falsches Werkzeug, ne? Ja. Das war jetzt ganz schlecht. Wo sind die Straßenlaternen denn hier? So geht's, ne? Das war wohl auch die Straße, weil Straßenlaterne ist jetzt wieder da. Gut. Bauwerkzeug ist aus. Jetzt müssen wir nochmal das anmachen. Jetzt haben wir da eine Ampel. Jetzt die Frage, ob die Ampel uns das hier passend verteilt. Steht noch keiner auf der Autobahn. Jetzt wird es auch gerade wieder grün für diesen Verkehr. Fern alle. Jetzt ist grün für die. Links kam jetzt gerade ein Schwung Autos. Aber es sieht gerade besser aus, ne? Kann das sein? Ja, ich glaube, der Stau ist auf jeden Fall weg. Jetzt fängt es an zu regnen. Läuft. Hier ist alles im grünen Bereich. So, hier ist eine Abfahrt, die da ins Wohngebiet geht, wo keiner runterfährt. Ist auch klar. Okay, passt aber alles hier soweit noch, ne? Ja, das ist alles friedlich. Hier war eine Auffahrt, da kann alles laufen oder läuft alles. Hier ist die Abfahrt, aber hier unten wälzt sich wer durchs Tal. So, jetzt müssen wir gucken. Hier ist alles noch easy. Das ist eine abknickende Vorfahrtsstraße. Das macht auch Sinn, weil hier fahren mehr wie auf den anderen beiden Strecken. Ja, hier würde ich jetzt die Verkehrslage ändern. Ampel ausmachen, die Stoppstraße, weil da kommt ja kaum einer. Gut, und jetzt hier. Von da hinten kommt keiner. Der Hauptverkehr ist diese beiden Straßen. Wie sieht es von der Bahn aus? Kommen nicht ganz viele runter. Autobahn ausmachen. Ampel ausmachen, nicht Autobahn ausmachen. Schwierige Geschichte hier, ne? Das wäre so. Die haben Stopp, das ist richtig. Und die machen wir Stopp und die machen wir fahren. Gucken, wie sie es hier entwickelt. Hier stehen sie verdammt weit zurück. Hier auch. Hier ist eine Ampel, die keinen Sinn macht. Weil da und da eine Stoppstraße macht mehr Sinn, glaube. Und hier haben wir da überall Verkehr. Aber hier am wenigsten, also abknickende Vorfahrt vielleicht machen. Läuft vielleicht besser, ne? Und hier haben wir da Autos, die auf grün warten. Das heißt, da eine Stoppstraße, hier abknickende Vorfahrt. So sieht es besser aus. Aber ob es läuft, ist eine andere Frage, ne? So, wir sind jetzt hier noch am gucken. Da ist leer. Hier ist vielleicht besser geworden, vielleicht auch nicht. Hier gibt es auf jeden Fall keinen Rückstau mit der Ampel.
Ja, ist noch auf jeden Fall genauso wie vorher in dem Sinne, auch wenn wir die Ampel weggemacht haben. Es ist nicht besser oder schlechter. Hier ist auf jeden Fall ja kein Stau. Und hier den Pech runter. Also hier geht's, sag ich noch. Das wäre noch normal, ne? Jetzt muss man hier gucken. Hier würde ich jetzt tendenziell sagen, mach die Ampel weg, mach hier die Stoppstraße hin und die beiden kommen klar. Okay, hier ist ein Rückstau. Aufgrund der Stoppstraße da. Das ist die Frage. Hier macht Sinn. Aber hier staut sich ziemlich weit nach da. Das bedeutet, tendenziell machen wir das so. Weil da ist jetzt kein Stau, ne? Den haben wir hier. Hier braucht gar keine Ampel sein. Würde ich so machen. Hier machen wir auch die Ampel weg. Und das eine Stoppstraße. So, jetzt sind wir, glaube ich, da, wo wir waren mit dem schwierigen Bild. Läuft, ne? Wo ist die Bergautobahn? Ist sie das? Aber wir sind schon ziemlich weit weg davon, ne? Also wenn es diese Straße war jetzt unser Problem und dieses immer noch bis auf da. Darunter ist es immer noch. Sieht so aus, als ob hier die Schlange ja dann da. Entweder die wollen hier durch. Nach da fahren, weil da hinten ist ja nichts mehr. Oder aber die fahren da auf die Bahn. Was ja relativ viele sind. Das heißt, vielleicht sollten wir doch hier nochmal schauen, dass wir hier noch eine Auffahrt hinkriegen. Ja, aber diese Auffahrt, denke ich, machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.